Hallo Leute, ja, wir sind hier in Gütersloh, haben wir letztes Mal angeguckt, da war das Häuschen hier, wo wir drüber gesprochen haben, aber ist erstmal alles gut. Wir haben hier die größte Station im Endeffekt mit Wechsel. Das heißt, hier kommt der Zug von Norden, hier kommt ein Zug von Süden und der von West nach Ost, der hält hier auch noch. Drei Zuglinien halten hier an dem Bahnhof an, beziehungsweise da zwei Zuglinien hier einer, deswegen haben wir das so ein bisschen getrennt gemacht, passt aber. Gut, Tante Mimi hatte geschrieben. Ja, dass es schön ist, wenn ich hier diese Übersicht immer wieder mal mache. Und was sie zum Schluss noch gesagt hat, dass wir mir ein bisschen über das Geld gucken sollen, das wollten wir dann mal machen. Ich denke aber, ihr guckt gerade erst das Logo und dann auf dem Großbildschirm, dann seht ihr mehr, ne? So, dann gucken wir mal hier rein. Und die Marge ist natürlich negativ, wie ich gerade sehe. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die dauerhaft vernünftig läuft, ne? Aber das ist jetzt diesen Monat schlecht gelaufen. Kann man das noch größer machen? Ja. Aber da war sie annähernd 0. 0,32 minus. Und davor war sie immer im Plus die Monate. Also eigentlich sind das Investitionskosten, die wir hier haben. Hier war, glaube ich, einmal ein Minus, oder? Ja. Aber insgesamt sieht das gar nicht so schlecht aus. Wir werden bestimmt nicht so schnell verschuldet sein, weil wir unser Gesamtvermögen ist ja immer noch 2 Millionen plus. Na, dann müssen wir nur mal gucken, dass wir halt schauen, dass wir unsere Linie noch schauen, dass die passend sind. Wir haben natürlich Züge gekauft etc. Die kosten alle Geld und ja, wir müssen nur schauen. Wir können natürlich auch die Listen mal jetzt hier aufrufen und schauen, dass wir Fahrzeugliste haben und dann nicht nach Bezeichnung, sondern nach Gewinn schauen und dann schauen wir nach den verlustreichsten und das ist dieser und die Ver Der Verlust liegt gerade mal bei 4.100 und der Zug fährt jetzt wo? Der fährt jetzt gerade hier hin, der kommt jetzt gleich nach Gütersloh, oder? Ne, nach Neubrandenburg. Und dann sieht man auch, wir können ja auch nochmal die Statistik hier direkt angucken. Einnahmen sehen wir da. Okay, die sind zum Schluss schlechter geworden. Vielleicht, weil wir einen Zug mehr da drauf gesetzt haben. Das könnte natürlich sein, ne? Betriebskosten haben wir hier, die sind günstiger geworden. Interessant. Freie Kapazitäten könnte man noch gucken, aber die haben wir wohl nicht so viele drin. Lass mal gerade die freien Kapazitäten hier nochmal schauen. Okay, den Monat waren es 1124, also dieser Zug fährt dann deswegen, obwohl er hat die Hälfte jetzt an Fahrgästen raus, ne? Wie viele sind jetzt drin? Ja, jetzt sind nur sechs drin, da liegt es dran, aber ich sag mal, das wird uns hier nicht umbringen, denke ich mal. Hier, der hat 3000, der wartet tatsächlich sogar. Wo war das? Das war in Lippstadt. Also den haben wir schon gekappt, damit er nicht so viel Miese einfährt. Jetzt habe ich die Liste zugemacht. Ne? Nee, doch nicht, das ist er ja noch. Dann haben wir hier einen, der bei Königsbrunn rumfährt. Ja, das sind die Züge jetzt, die wahrscheinlich hier unten rumkommen, wahrscheinlich. Und ja, die waren die vielen teuren Fahrzeuge, um die Strecke vor allem zu bauen. Die hat uns hier richtig viel Geld gemacht. War das nicht gerade eben 1148? Dann sind wir schon bei 17.30.000 plus gemacht jetzt sozusagen. Ah ne, das ist noch ein anderer Zug, der nach, ich sag schon, Jena fährt. Ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders aufgeteilt. Gut, dann haben wir Köln hier. Ne, das war der, den wir gerade hatten, ne, oder? Ne, noch nicht. Das ist noch ein anderer. Ah, der ist jetzt hier in Gütersloh, okay. Der fährt aber schon plus ein. Also wir haben gar nicht so viele mit Minus, ne? Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen, das funktioniert. Wir müssten eher gucken, dass wir da noch optimieren, wo, ne, hier wartende Leute sind und so. Ach so, ja, da wartet niemand, weil wir diese Richtung noch ändern müssen. Jetzt stehen in Neubrandenburg ganz viele Leute. Aber das haben wir auch schon durchexerziert, das passt schon alles. Ich denke, wir können jetzt vielleicht noch einmal durch die Orte durchgehen. Ne. Die Karte brauchen wir. Lass uns hier bei Winenden anfahren. Anfangen. Da ist alles gut. Erlangen ist auch noch alles gut abgedeckt. Dann Lippstadt, da ist wahrscheinlich auch nichts los. Obwohl, ich glaube, Lippstadt hat nur dieses Häuschen. Da ist eins zugekommen. Die sind also auch am Wachsen. Dann Schwandorf. Ist aber auch alles abgedeckt. Ich glaube, hier ist sogar ein Häuschen auch zugekommen. Kann das sein? Ja, zwei Kutschen in dem innerstädtischen Verkehr. Wie viel ist es? Aber hier stehen 10, deswegen brauchen wir auch zwei Kutschen. Das passt schon.
Schwandorf hatten wir, dann haben wir hier Willensdorf. Willensdorf ist abgedeckt. Ettlingen. Passt auch. Dann Bünde. Ja, Bünde wächst hier, ist aber auch immer noch abgedeckt. Die Straße hier schön gebaut. Das ist erstmal gut. Was haben wir nach Bünde? Haben wir dann Mittig. Ne, Billig. Das ist aber auch alles gut. Hier unten ist Bayreuth. Ist auch abgedeckt und da sind, glaube ich, auch neue Häuser. Das passt schon. Dann sind wir hier unten. War das hier? Ne, da war es nicht. Das war hier. Zwei Brücken. Ist abgedeckt. Dann hatten wir hier Gütersloh, nehmen wir mal gerade nochmal. Das hatten wir allerdings schon. Das passt. Hier ist Lüneburg. Ist abgedeckt. Ja. Lüneburg. Dann gehen wir mal hier über nee, Bad Zwischenahn. Oder was war das? Ja, Bad Zwischenahn ist auch noch abgedeckt. Königs. Nee, doch Königsbrunn ist hier. Das passt auch. Jena ist hier. Das passt auch. Dann haben wir hier Köln. Köln ist auch noch abgedeckt. Dann haben wir hier Neubrandenburg. Okay, hier sind schon viele Straßen daneben. Das heißt, da könnte es bald ein Haus auch geben. Dann haben wir Achim. Ja, Achim ist hier oben schön am Wachsen. Dann haben wir Bad Mergentheim. Ist auch abgedeckt. Und hier war dann noch Friedrichsdorf. Passt. Und dann sind wir schon durch, ne? Ja, haben wir einmal alles angeguckt, aber so richtig. Ja. Was können wir jetzt tun, ne? Einmal wollen wir sicherlich Geld sparen. Wir könnten ja schauen, ne, was wir machen. Warte mal. Was jetzt noch ein bisschen interessant ist, dass sich hier mal was tut mit anderen Fahrzeugen zum Beispiel. Oder hier eine Brücke hinkommt oder sowas. Das fehlt hier auch noch, ne? Brücken werden auch noch nicht angeboten. Was ist hier? Straßenbahn? Ne, die brauchen wir noch definitiv nicht. Straßenfahrzeuge, aber da gibt es auch keine Brücke, ne? Das fehlt alles noch. Ah, Postkutsche könnte man noch einführen, aber ob das jetzt so Sinn macht gerade. Wir würden wieder viel Geld investieren, aber wie wir hier sehen, sind wir jetzt schon bei 1.075.000, also das Geldgeschäft läuft eigentlich. Das war jetzt nur Investitionen, die das ins Negative gedrückt haben, würde ich sagen, ne? Ja, und dann wäre jetzt die nächste Frage, wann kommt denn die nächste Lok oder sowas, ne? Wo ist denn hier? Ach so, nee, lass uns die Karte nehmen. Lokschuppen war hier. Aber da ist noch nichts, ne? Da ist noch nichts. Veraltete zeigen, alle zeigen. Kann man alle zeigen machen? Ja, ist schon alle gezeigt. Ja, wäre schön, wenn wir jetzt eine neue Lok dafür kriegen, ne? Was haben wir denn überhaupt für ein Jahr? 1838. Ich glaube, da werden wir noch lange warten müssen, bis das von der Zeit her so ist. Ich meine, 52 oder sowas kommt der nächste Zug. Naja, das dauert halt noch. Die Städte werden wachsen, irgendwann kriegen wir die erste Industrie und dann wird es spannender, oder? Wie viel sind denn hier so in der Kutsche drin? Drei. Die fährt ein kleines bisschen Minus ein. Ja, 157.000, 1.057.000, das ist alles gut. Was ist das hier eigentlich? Mauern, Elektrizität und weitere Werkzeuge. Okay. Das sind Leitpfosten, ne? Grenzpfosten. Okay, und das? Alte Stadtmauer, okay. Krass. Ja, die wollen wir jetzt nicht bauen, ne? Gut. Ja, jetzt haben wir alles noch ein bisschen angeguckt. Die Idee habe ich jetzt nicht, was wir gerade machen können, weil vielleicht sollten wir doch ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen was einsparen. Laufen tut es ja insgesamt gut. Was macht hier eigentlich unsere Burg? 17 Passagiere warten da. Ja, die werden auch mit dem Zug immer schön abgeholt. Das passt eigentlich auch. Ja, wir können ja mal in diese Linie reingucken, die wir letztens hier hatten, weil die ja auch nach Königsbrunn fährt. Fahrzeugliste. Okay, und dann sehen wir, dass hier sitzen 24 drinne und da sitzen 42 schon drinne. Am wenigsten sitzen hier drinne.
7. Wo ist das? Der ist gerade in Königsbrunn losgefahren. Okay. Wie ja, da stehen jetzt natürlich keine, oder? Jena, Köln und Königsbrunn intern. Okay. Ja. Er hat jetzt die 7 mitgenommen, ne? Da waren mal mehr. Die Strecke ist jetzt nicht so beliebt. Weil vielleicht zu wenig fahren, aber die können ja auch oben rumfahren, wenn sie wollten, ne? Ja, hier ist der nächste. Irgendwie. Ja, der fährt aber schon in die Richtung, dann passt es ja. Hier ist dann der einer, der in die Richtung fährt. Und sonst, ja doch, da ist auch noch einer in die Richtung unterwegs. Geht eigentlich, ne? Hier wollte ich nochmal nach der Kutsche gucken hier. Sitzen da welche drinnen? Nö. Und in der zweiten wahrscheinlich auch nicht. Doch, da sitzen tatsächlich zwei dran. Ja, guck mal, es geht doch. Und hier sitzen auch zwei, dann geht's noch, ne? Aber, ist das eine geteilte? Warte mal, muss ich mal gerade gucken. Zweibrückenkirche. Ja, die fährt nur da. Eigentlich müsste man schon sagen, komm, wir brauchen nur eine Kutsche hier, ne? Aber wenn nur eine Kutsche fährt, bin ich von. Aber die fahren auch dicht hintereinander. Ich glaube, kannst du eigentlich auflösen, oder? Fahr die mal zum Depot, das bringt so nichts. Ich glaube, da müssen nicht zwei drauf sitzen. Da sparen wir die 200, ne? Und jetzt, wie wir hier sehen, sind wir bei 1.014.000. Das ist alles gut. Hier sitzen 29 drin. Was macht denn unser Schiffsverkehr hier unten bei Bayreuth? Das ist auch noch interessant zu sehen. Ach, hier ist auch noch ein Zug gerade weggefahren. Ah, der fährt gerade zum Hafen. Und der hat wie viele mit? 54, okay. Das heißt, hier setzen ziemlich viele über. Und hier stehen auch noch viele. Bayreuth, Bünde, Achim, Friedrichsdorf. Okay, der Zug muss die abholen, aber nach Bayreuth stehen immer noch 5. Sind noch welche für die andere Seite? Ne, sind alle mit dem Zug dann gleich weg. Hier sind 14 von 16 drauf, das geht auch. Und hier ist bestimmt auch voll dann, ne? Ja. Waren hier nicht drei Schiffe drauf? Ah, eins kommt gerade an. Ist dann auch schon wieder voll. Wir stehen am Bahnhof. 62. Bünde, Ettlingen, Wittlich, Willig, Achim, Achim. Okay, die wollen alle rüber nach hier. Ja. Aber ich glaube, das können wir erst so lassen. Der Zug ist jetzt hier weggefahren und ist. Der ist tatsächlich voll. Und wo ist der nächste? Da. Er hat 39, also auch nicht wenig. Jetzt ist die Frage, wo sind der nächsten? Der fährt jetzt nach hier, okay. 38, das ist auch okay. Hier kommt einer zurückgefahren mit 41, auch okay. Ist da noch einer drauf? Ich glaube nicht, oder? Nö. Da stehen 4 in Bünde, okay. Und wir stehen hier in Ettlingen. 12. Ettlingen ist auch schon gewachsen. Hier ist ein Haus mehr, meine ich. Ja. Geht eigentlich, oder? Sollen wir nochmal einen schnellen Blick über das Städtchen werfen? Machen wir mal gerade. Alles gut. Auch gut. Ja, die haben wir eigentlich gerade alle gesehen, oder? Willig. Bayreuth. Bad Zwischenahn. Ne, Zweibrücken ist es. Auch nix. Gütersloh. Lüneburg. Hier ist Bad Zwischenahn. Königsbrunn. Jena. Köln. Alles gut. Neubrandenburg. Achim. Bad Mergentheim. Und Friedrichsdorf. Nirgendwo was zu bauen. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge weiter. Vielleicht sollte ich mal zwischendurch einfach laufen lassen und ja, ihr kriegt dann einfach nur mit, dass, ach guck mal hier, 970, das Geld wird weniger, alles ist gut. Vielleicht lasse ich mal ein paar Minuten zwischendurch laufen, dass was wächst oder sowas und dass wir dann weiterkommen, ne?
Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.